Hey, whose side are you on? Need something stronger. That's embarrassing. Yes? Very well. So, den da noch weg. No more of that. So, du bist auch weg. At once. Jetzt mal gucken, was sie in ihrer Kiste bewacht haben. Ein Ring flüstert auf der Tiefe. Sieht aus wie ein komischer Ring. Gewährt langsam kommt der Wahnsinn. Der Träger hält zu Beginn des Kampfes einen beträchtlichen Bonus auf Willen, verliert jedoch über die Zeit langsam Willen. 30% Chance beim Töten eines Gegners scharfsinnig zu erhalten. Und ihre Fähigkeiten und Zauber über... Oh, plus 1 auf alle Zauber. Hopsala. Gut. Agrasim, okay, how you do? Absolutely. Okay, das heißt, als nächstes die. Oh, die Xaurips leben also auch immer noch, ne? Okay, die Xaurips sind geschockt. Oh, das Achievement wird sogar noch behalten. No mercy. Yes. Some improvement. Das war interessant. Sie hat sich vervielfältigt und nur eine war richtig. Schmächtiger Jim. Diese Kreatur, die vom Bibliothekar der Sammlung liebevoll als schmächtiger Jim getauft wurde, war das Ergebnis des Versuchs eines Forschers, aus dem konservierten Fleisch vom Vale ein Wachungskonstrukt zu erschaffen. Leider wies sich die Kreatur als äußerst schlecht darin, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Erst recht, wenn sie Hunger hatte. Plus 5 Schaden vom Wirkungsbereich angegriffen und gruppenweiter Effekt. Plus alle Verteidigung. Plus 3 alle Verteidigung gegen Wirkungsbereich Angriffe. Niedlich. So, die Xaurips sind alle nicht so ganz angepisst. Ja, hier drin gibt es jede Menge Schleim und alles. Ja, das ist mir. Wie du? Can't make it dance. I thought we were friends. This is futile! As one. Stand together! Would have been rough! That's it! Something wrong with me. No more of that! Not I'm having some trouble moving through this. There's no use. I cannot get through. Hey, watch it with that. Ja, Fenrir ganz allein gegen den Sumpfrauen, Laura. Das ist lustig. You want some trouble,
Okay, Fenrir kriegt den fast tot. Fenrir hat gerade alleine einen Sumpflaucher getötet. Tja, mein Wolf ist stark. Beratsglocke, Blutmoos, Federblatt, Neffenbeeren, Beratsglocke, Blutmoos. Ich erinnere mich an Edir, wie man sich an einen Traum erinnert. Helles Licht über schimmerndem Wasser, funkelnde Zitadellen, mächtige Bäume. Alles nur vage Eindrücke. War es schon immer so? Können wir uns jemals wirklich klar an etwas erinnern? Oder sind es nur die Geschichten, die wir darum herum erfinden, die uns im Gedächtnis bleiben? Oder hat mir die okkulte Hand auch meine Heimat geraubt? Federblatt. Ja, ja. Gut, das heißt hier auch fertig. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich mit dem Fungizid anstellen muss. Aber ja, so sind wir jetzt schon mal durch den Bereich durch. Bis auf da oben das Vitrak-Nest. Da will ich aber erstmal gucken, ob ich den Vertrag von dem Vitrak finde. I'm led to understand you've sent those poor souls in the collections on to their next lives. Man hat mir zu verstehen gegeben, dass du diese armen Seelen für ihr nächstes Leben in die Sammlung geschickt hast. Tain's intention to send them into the world stuffed with memories not their own was cruel and dangerous. Tains Absicht, sie vollgestopft mit Erinnerungen, die nicht ihnen gehören, in die Welt hinauszuschicken, war grausam und gefährlich. You've done a merciful thing. I hope you'll sleep well knowing that. Du hast Gnade bewiesen. Ich hoffe, dieses Wissen wird dir einen guten Schlaf bescheren. Trank, Schriftrolle der Entsagung, diese Implosionsladungen haben wir auch von ihr bekommen. Du interessierst mich. Let's sate your curiosity then. Lass uns deine Neugier befriedigen. Was bedeutet es, Lenngraf zu sein? Wow, was für eine metaphorische Frage. To be many within a single vessel. We are the distillation of generations. Each successive Lenngrath reinvigorates the whole and saves us from festering. Als viele in einem einzigen Schiff sind wir die Destillation von Generationen. Jede nachfolgende Lenngrath belebt das Ganze neu und bewahrt uns vor dem Verfaulen. When I turn my gaze inward, when I look upon the past, I do so through my predecessor's eyes. Wenn ich meinen Blick nach innen richte, wenn ich in die Vergangenheit sehe, durch die Augen meiner Vorfahren. When any Lenngrath dies, that person ceases to be, as it is when any Kith's life ends. Wenn irgendein Lenngrath stirbt, ist diese Person nicht mehr, wie wenn das Leben eines Gestandenen endet. Yet Lenngrath endures, now and always. Und trotzdem überdauert Lenngrath jetzt und für immer. The self is little more than an amalgamation of memory and feeling that informs the disposition of the soul. It doesn't alone define it. Given that understanding, I suppose what she describes is not entirely impossible. Das Selbst ist kaum mehr als eine Verschmelzung von Erinnerungen und Gefühlen, welche die Bereitschaft der Seele beeinflusst. Sie definiert sie nicht nur. Mit diesem Verständnis nehme ich an, dass das, was sie beschreibt, nicht vollkommen unmöglich ist. Das reicht jetzt erstmal. Sehr gut. So, hast du was Neues, Berkana? Ich erinnere mich an dich. Berkana sieht dich mit einem breiten Lächeln an. Das ist gut. Wie sieht's mit Tain aus? You know, I thought I heard a prolonged shriek of mortal agony following your wake. Ich dachte doch, ich hätte einen langen Schrei der Todesqualen gehört, der dir auf dem Fuß folgte. Tain verzieht das Gesicht, während er dich von oben bis unten mustert. All this obsession over death has caused you to fray at the seams. Better keep an eye on that. Diese Besessenheit mit dem Tod lässt dich kopflos werden. Da solltest du besser aufpassen. Here. Coins for the killer. Isn't that how you mercenaries like it? Hier, Münzen für den Mörder. So läuft das doch mit euch Söldnern, oder? Er übergibt dir einen Beutel, als wäre er froh, ihn loszuwerden. Die Gefangenen waren doch schon praktisch tot. Ich habe ihnen Frieden gegeben. You did what you did. The
world is a little quieter now. I just think it's sad. Was geschehen ist, ist geschehen. Die Welt ist jetzt stiller. Ich glaube, sie ist traurig. Ich muss sagen, er nimmt das sehr souverän auf. Tane hat die Lippen dünn zusammengepresst und zuckt mit den Schultern. Er nimmt sich den Zauberspruch zurück und hält ihn mit beiden Händen fest. Du hast einen Gegenstand verloren. Tanes Schriftrolle der gerechten Erweckung. So, jetzt können wir ihn über die okkulte Hand mal befragen. Es würde mich überraschen, wenn die meisten Mitglieder der Hand überhaupt wissen, dass, sie so, dass es diesen Ort gibt. Ja, kennen wir schon. Hand could tell you which facts they edited for convenience's sake, which ones they spelled out and which ones they spelled wrong. Nicht einmal die Hand selbst könnte dir sagen, welche Fakten sie aus Bequemlichkeit weglassen, welche sie ausgeschrieben und welche sie falsch wiedergegeben haben. Und hier könnte das alles ablaufen. Wie unterscheiden wir richtige Fakten von denen, die die Hand verfälscht hat? Gute Frage. Tane kratzt sich am Kopf. Ich glaube, die Lösung ist, to be skeptical. You have to ask yourself, how much do you trust anything in a book? Does a story become more true because someone paused to write it down? Ich schätze, die Lösung ist, skeptisch zu bleiben. Du musst dich fragen, wie sehr du etwas vertrauen kannst, das in einem Buch steht. Wird eine Geschichte wahrer, bloß weil jemand sich die Zeit genommen hat, sie niederzuschreiben? I should really charge for discourse this engaging. Für so eine spannende Unterhaltung soll ich in Zukunft Geld nehmen. Postenago, you couldn't pay me to listen. Postenago, ich würde nicht mal für Geld zuhören. If we're to be indulging outsized egos, I'd rather listen to Isselmir's prattle. Wenn wir schon übergroße Egos streicheln müssen, würde ich mir wahrscheinlich doch lieber Isselmirs Geplapper anhören. Ich glaube, jetzt ist Isselmir gekränkt. Was ist das Ziel der Hand? Wenn sie überhaupt je ein konkretes hatten, kannst du dir sicher sein, dass sie sich im Laufe der Jahre etliche Male geändert hat. Anyone who wants to control information on that scale wants to engineer society. Jeder, der Informationen in diesem Ausmaß kontrollieren will, will die Gesellschaft nach seinen Vorstellungen formen. Whatever they plan on doing with that power, you can bet they'll lose control over it in the end. You don't keep something like a society constrained to just one vision. Was auch immer sie mit dieser Macht vorhaben, du kannst darauf wetten, dass sie am Ende die Kontrolle darüber verlieren werden. Man kann eine Gesellschaft nicht auf eine einzelne Vision zuschneidern. Ja, Lengraf, was hältst du von der Hand? Some speak of the Hand Occult as hyper-competent masters of four-dimensional Hazatoa, when they know of them at all. Einige sprechen von der okkulten Hand als eine Art ultrakompetente Meister des vierdimensionalen Hazatoa, wenn sie sie überhaupt kennen. Wer zur Hölle? In truth, the Hand's operations are haphazard and ill-executed. We know they exist because they inevitably leave evidence of their work wherever they go. Anders als der Bleierne In Wahrheit sind die Aktionen der Hand planlos und schlecht ausgeführt. Wir wissen, dass es sie gibt, weil sie unweigerlich Spuren hinterlassen, wo immer sie auch tätig sind. Ja, was ich gerade sagen wollte, anders als der Bleierne Schlüssel, den konnten wir aufspüren, während er überall Zeug gemacht hat. Und ja, Scan-Anhänger sind noch besser. That they succeed in spite of themselves is hardly evidence of the Hand's competence. Dass sie ja trotzdem Erfolg haben, ist wohl kaum ein Beweis für die Kompetenz der Hand. Konzelhaut, hast du irgendwelche Erfahrungen mit der okkulten Hand? Amateurs. Time and again their agents showed up at my doorstep and wormed their way into my confidence, hoping to sabotage my research. Amateure, wieder und wieder standen ihre Agenten vor meiner Tür und versuchten sich mein Vertrauen zu erschleichen, in der Hoffnung, sie könnten meine Arbeit sabotieren. I sent them home with bags of their own teeth, as a parting reminder that my time is precious and my patience thin. Ich habe sie heimgeschickt und ihnen ihre Zähne in einen Beutel mitgegeben, als Erinnerung daran, dass meine Zeit wertvoll und meine Geduld endlich ist. Wie nett. Sollst du einen anderen fragen? You know me, I'm an open book with plenty of pictures. Frag einfach, du kennst mich. Ich bin ein offenes Buch mit einer Menge Bildern. Tane steckt seinen Daumen in seine Taschen und lächelt. Dann leb mal wohl. Gut, das heißt, ab in die Archive. Also ja, was sagt abgeschlossene Quests?